Neue Paar von Mangiji Superstar Saga. Was? Das sind immer noch dieselben Attacken. Chef, die beiden sind doch ziemlich kräftig. Es muss so sein. Jetzt kommt Spezialtechnik. Naja. Puh, na, unsere Attacke ist auch nicht schlecht, was? Nicht, ich käme nicht wieder. Azubi. Das merke ich mir. Was zum... Der Schatz will abgehauen? Jetzt erinnere ich mich, ich bin doch, ja, ich bin König Bowser. Na, endlich kommt er wieder zu sich, Bowser. Ostbonland, Isla Hihi. Mamma mia.
Hier liegt ein altes Tonbandgerät abspielen. Eine Woche ist vergangen, seit der Krinsologie-Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Die rätselhaften Lebewesen, welche diese Insel bevölkern, nennen wir Gehkiecher. Sie bemühen sich, wie wir, mit Sprache zu kommunizieren, aber man versteht sie kaum. Ich will zur Abendsonne werden. Ist doch nur ein Witz. Keine Gegner. Das hier Donnerpalast, nebenan Feuerpalast. Du kannst uns nennen Gehkiecher, aber nicht fragen nach Grund. Okay, was ist der Grund? Du, der dich zum Donnerpalast verirrt hat. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesem heiligen Ort und darum ziehe von dannen. Oh nein, was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren. Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst, hast du womöglich die Gabe der Donnerhand. Wohlan, so sei es denn. Ich werde dich in der Kunst der Donnerhand einweihen. Wähle über den Touchscreen oder mit Hilfe von L und R die Donnerhand aus. Halte erst B gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los. Damit kannst du einen Sturm von Donner und Blitz einfachen. Nun versuche es einmal. Luigi hat die Donnerhand erlernt.
Ja, ausgezeichnet. Setze diese Kraft mit Bedacht ein. Wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könne Strom leiten. So lebendig habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Willkommen im Feuerpalast, hereinspaziert. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet. Und du hast mich warten lassen. Den letzten Besucher empfing ich vor mindestens 3000 Jahren. Mir war so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Wie bitte? Du hier? Nun ja, hier. Du weißt schon, hier. Nanu, was macht man hier nochmal? Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier? Und wer bin ich? Na, wenn man 3000 Jahre lang keinen Gast empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man so ein Nickes vergisst. Hey, tu dir keinen Zwang an und fühl dich wie zu Hause. Morgen eine Feuerhand, oder wie? Jetzt dämmert's mir. Das ist hier die Halle der Flammen, in dem man die Macht der Hand erlernen kann. Ich hab dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Du möchtest, dass ich dich die Fertigkeit der Feuerhand lehre. Hab ich recht?
Das kann Mario doch eigentlich schon. In der Feuerblume. Oder stimmt doch oder nicht. Das erkenne ich an deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in der Kunst der Feuerhand einweihen. Wähle über den Touchscreen und mit Hilfe von E&R Feuerhand aus. Halte erst A gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass deinen Knopf los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuch es einmal. Feuer. Mario hat die Feuerhand erlernt. Klappt doch schon ganz gut. Diese Fertigkeit erlaubt es dir, Inflammbares in deine Nähe zu entzünden. Probier es. Die werden sich für völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun lebe wohl. Kichermeer. Tipps für Tauchanfänger. Per Solosprung kann man den Meeresboden verlassen und durchs Wasser schwimmen. Drücke den jeweiligen Knopf schneller hintereinander, um dich nach oben zu bewegen. Tauchgruppen bis zu zwei Personen kommen so besonders rasch voran. Als ob Mario Feuerhand unter Wasser. Na gut, er kann auch Feuerball unter Wasser werfen. Eigentlich nichts Neues. Was? Seegumba. Okay. Als ob Strom und mit Wasser. Das ist doch gefährlich. Deswegen soll man da ja auch kein Elektrogerät mit ins Badezimmer nehmen. Ja, das ist ja klar.
absolut nicht gerüstet wird. Das ist so witzlos. Blooper? Sehr ekel. Das ist gut. Umlandet zur Lachlagune. Ja.
Gut, dann geht's im nächsten Part weiter mit Mario und Luigi Superstar Saga. Bis dann und ciao. Und dann ist ein Daumen hoch, wenn euch der Bosskampf mit Claude und Bowser gefallen hat.